Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Es gibt eine Menge zu besprechen. Gleich vorab, ich habe einen Weg gefunden, wie wir unseren Krieg gegen Rom bekommen. Unseren Krieg gegen den Kirchenstaat, auf den wir schon so lange warten. Zu lange, möchte ich meinen. Ich habe nämlich endlich verstanden, was es bedeutet, eine Nation zu Kriegsvorbereitungen zu bringen, wenn wir hier Gefallen investieren. Nicht nur hält es sie davon ab, für ein Jahr lang Krieg zu erklären anderen Nationen, beziehungsweise sie setzen ihre Truppen dann eben auch in Bereitschaft. Nein, es steigert auch ihre Kriegslust, sage ich mal. Denn aktuell ist es ja so, dass wenn wir dem Kirchenstaat den Krieg erklären wollen würden, beide hier draußen wären. Und ich glaube, wir könnten sie rumdrehen, wenn wir sie zur Vorbereitung bringen. Das testen wir gleich mal, auch wenn ich diesen Krieg nicht direkt erklären möchte, denn sowohl wir als auch die Venezianer haben viel zu wenig Manpower aktuell. Gleiches gilt allerdings auch für die Ungarn. Österreich auch nicht so ganz auf der Höhe. Und hier sehen wir aber auch gleich schon, die egalisieren sich ganz gut. Ne? Auch Polen, dem geht es tatsächlich ganz gut. Und Ungarn, Venedig und Österreich. Und dann wir wiederum gegen den Kirchenstaat. Das könnte klappen. Und das könnte der Krieg sein, der hier die Fronten, sage ich mal, aufbricht. Der auch unsere Verbündeten zurückbringt auf die Landkarte. Ne? Wir können Venedig belohnen mit ungarischem Land, Polen, Litauen ebenfalls hier massig. Und wir würden uns ein riesen Stück vom Kirchenstaat rausschneiden, wenn es gelingt. Denn es wird ein Krieg, den ich erstmal bekommen muss. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann wird es ein Krieg auf des Messers Schneide. Aber mit Gott an unserer Seite haben wir vielleicht eine Chance. Gleichwohl, wir sind ja gerade noch in einem Krieg. Vorher können wir, glaube ich, unsere Verbündeten ohnehin nicht zu Kriegsvorbereitungen bringen. Den müssen wir erstmal beenden. Wir müssen allerdings auch ein bisschen Mannstärke, glaube ich, wieder aufbauen. Und unsere Armee generell nochmal vergrößern. Unter 30.000 Mann sollten wir hier nicht reingehen. Unsere Flotte sieht schon ganz gut aus. Ein paar andere Sachen, die ich einmal angesprochen haben wollte, bevor wir hier wirklich reinstarten. Wir haben ja schon viel über das Kulturthema gesprochen. Kleiner Hinweis kam in den Kommentaren. Vielen Dank an der Stelle. Hier, ne, wenn ich über 50% komme, dann kann ich Sizilianisch zum Beispiel oder auch Neapolitanisch, was auch immer, zu meiner Primärkultur machen. Dann wechseln wir quasi die Gruppe aus der französischen in die italienische, was es uns viel einfacher machen würde, hier nicht alles einzeln akzeptieren zu müssen. Aktuell ist es erstmal noch nicht das Riesenthema. Ne? Man muss dafür auch Kulturkonvertierung dann wahrscheinlich betreiben. Wobei gerade wenn wir die neapolitanischen Provinzen bekämen, wären wir glaube ich schon relativ nah dran an der 50%. Prozentmark. Das nur für den Hinterkopf. Dann möchte ich des Weiteren die Allianz mit Brandenburg nochmal ins Auge fassen. Die ist nämlich gerade nicht so weit weg, gerade wenn wir jetzt die Armee ausbauen, wenn wir nochmal die Beziehungen verbessern. Das ist vielleicht im Rahmen des Möglichen. Behalten wir im Hinterkopf. Wir holen uns hier gleich mal den Diplomaten dafür. Dann müssen wir, haben wir bisher nämlich nicht gemacht, eine Richtlinie erlassen. Die erste ist nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, kostenlos. Wir haben jetzt nämlich die Knallerrichtlinien und die sind dann auch für 10 Jahre gültig, aber da sobald keine andere Ideengruppe mit reinkommt, würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Wir können Flottenmoral plus 10% nehmen. Hier hätten wir noch Entwicklungskosten drin. Ich bin aber tendenziell dafür, Handelseinfluss und Zölle zu nehmen. Das passt zu uns als, sagen wir mal, wachsende Kolonialnation ganz gut dazu. Wir sind aktuell bei Handel jetzt auf 10,7. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eingerechnet ist. Würde sich auf jeden Fall lohnen, das zu tun. Dann eine weitere Sache, die ich unbedingt tun will. Ich hätte gerne genug, um natürlich den Moralbonus hier mitzunehmen. Wir kriegen aktuell aber nicht genug pro Jahr. Deswegen wäre ich aber mal willens, einfach auch für die Zukunft, warum nicht mal die Kontrolle über die Kurie anstreben. Wir haben hier durchaus eine Chance darauf. Und ich würde einfach mal alles investieren, weil es einfach, weil es auch passt. 8% Chance hätten wir jetzt. Warum nicht? Warum denn nicht, Leute? Das möchte ich nur mal am Rande eingebaut haben. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, auf die wir gleich zu sprechen kommen. So, puh. Unsere Flotte. Jetzt habe ich hier ein leichtes Schiff gebaut. Also, ja, komm, wir bauen mal noch 4. Ich glaube, ich habe eins zu viel gebaut gehabt. Ne? Ich möchte hier eine runde Summe haben, sage ich mal. So, jetzt sind wir bei Nummer 5, dann kommen wir nämlich auf 20 leichte Schiffe.
Unsere Flotte ziehen wir dann auch demnächst rüber, vor allem mit unserer gesamten Armee. Hier möchte ich diese zwei Belagerungen durchbringen, möchte diesen Krieg jetzt auch relativ bald beenden. Haben wir gesagt, versuchen so viel zurückzuholen, wie es irgendwie geht. Und dann hier erstmal E-Waffenstände, schaffen dann die Armee nach Europa zurück. Dann wird sich auch Neu-Jerusalem, sage ich mal, rüsten können und selbstständiger werden. Und dann hoffentlich auch standhalten können beim nächsten doch sehr ungünstigen Krieg, der uns drohen könnte. So, Brandenburg, wie gesagt, wollen wir nochmal ins Blickfeld nehmen. Die haben zwar eine Allianz mit Spanien, aber das ist jetzt unproblematisch für uns, sage ich mal. So, hier müsste ich, glaube ich, einmal dafür sorgen, dass ich die Provinz noch alle besetze, die ich möglicherweise fordern will, weil das nicht mein Hauptkriegsgegner ist. Deshalb schwärmen wir hier einmal aus. Und eile gleichzeitig zurück mit den restlichen Truppen. Die Belagerung soll auch gleich durch sein. So, wir positionieren jetzt erstmal so am Rand. Die Seeschlacht ist gewonnen. Wir haben auch die Schiffe erbeutet, ne? Wieder zwei Transportschiffe, das ist gar nicht verkehrt. Osman gegen Hejaz, das ist auch völlig in Ordnung. Bin ich gegen euch? Oh ja, Baller. Moment, den sollten wir kurz her werden. Das mächtige Memmingen tritt quasi hier rein in die Handelsliga der Venezianer. Wir können gleich mal. Ja, wir müssten das wahrscheinlich auch einmal testen, ne? Ob ich sie wirklich dazu kriegen werde. Erstmal müsste ich diesen Krieg beenden. Ja, gucken wir uns das an. Ja, gut, jetzt ist es ärgerlich. Ich möchte unbedingt, genau, die Mannstärke hochkriegen. Deshalb hatte ich geguckt beim Adel. Jetzt dann doch mal. Es schlägt gar nicht so krass nämlich rein. Wo ist es? Die Erhöhung der Mannstärke. Und zwar hier. Der Rekrutenreserve. 9% kriegen wir drauf. Verzichten wir auf 1,8% unserer Steuereinnahmen. Bisschen Absolutismus runter. Ich finde, das kann man machen. Weil die Rekrutenreserve insgesamt geht hoch, aber auch natürlich in Relation dazu, wie viel wir monatlich erhalten. Wenn auch das, glaube ich, nur ein bisschen sich verändert von 336 auf 360. Weil das Maximum sich gerade nicht erhöht hat, oder? Jetzt hat es sich erhöht. So, wir waren siegreich. Sind diese Festung hier nicht fällt, ist alles in Ordnung. Wir machen alles, was wir nehmen können, ohne dass es jetzt zu massiver Überdehnung führt, sage ich mal. Und vielleicht keine Koalition, wo die hier alle mit drin sind, weil dann haben wir gleich wieder ein Problem. Und Unruhe. Aber ich würde hier vielleicht durchbrechen können wollen. Können wir gleich schon mal zurückziehen. Da fällt gleich die Festung, das wäre ungünstig. Und genau, im Osmanreich will ich zumindest den einen Anspruch mal aufbauen. Und dann aber tatsächlich zurück, weil ich möchte jetzt diesen Krieg. So, hier ist auch Frieden. Wir können auch gucken, ob man einfach hier auch teilweise Geld rausschlägt. Jetzt müssen wir uns einmal Übersicht verschaffen. Wir haben Sotil. Okay. Wir haben Champech. Das hier ist Chorty. Und dann haben wir noch Jacques de Mal. Das sind nur die hier oben. Okay. Ich würde die, glaube ich, separat rauslassen. Aber einfach Kohle mit. Weil das Land kann ich hier eh nicht fordern. Weil ich keine. Die Verbindung wäre zu weit weg. Aber dann fordere ich doch einfach Kriegsrelation. Und Dukaten vor allem. Nehme einfach hier Geld mit aus der Nummer. Das ist mir, glaube ich, in dem Fall egal. Ich habe keinen Diplomaten. Immer das gleiche Spiel. Oh, jetzt wird es auch. Okay, warte. Wir lassen das mit den Osmanen nochmal kurz. Also, gerade wenn du hier in der neuen Welt unterwegs bist mit Diplomaten, ist das ganz schön mühselig, ne? Gerade wenn du hier viele einzelne Verträge aushandelst. So, mit denen machen wir einen Separatfrieden. Füllen jetzt auch schon mal so ein bisschen unsere Kriegskasse auf. Jetzt die Frage: Euch habe ich jetzt nicht belagert. Könnte ich einfach mit einem. Okay, die lasse ich quasi, wie sie sind. Ihr haltet diese Länder, ne? Und das ist alles. Okay, jetzt gucke ich, ob ich. Jetzt gehe ich, glaube ich, über Champech und dann mache ich. Und dann nehme ich die komplett, die anderen komplett von der Karte. Okay, da ist schon eine kleine.
eine kleinere Koalition auf jeden Fall, die sich aufbaut. Vielleicht sind wir ein bisschen bescheidener. Und dann nehme ich hier die drei Provinzen auf jeden Fall noch. Gegen Shanpech, Chakdemal, haben wir selber Krieg zu Ziel, nehmen wir raus. Tutut Xiu, Kachikel, Itza. Die müssen, wo sind die denn? Einmal wissen, was es wäre. Itza sind die. Wichtig ist halt, dass hier Totonaken, Yucatan und sowas oder auch die Azteken selber erstmal nicht berührt werden von unserem Vorgehen hier. Das wäre vielleicht aber gar nicht verkehrt, weil dann hätte man wirklich den Durchbruch darüber. Auch hier nehmen wir Kriegsreparationen, auch hier nehmen wir Kohle. Oh, das lohnt sich doch schon hier. Bisschen Überdehnung, aber die Überdehnung geht ja gleich in unsere Nation hier rein. Und wir haben doch auch, wenn wir hier Kerne, beziehungsweise Neu-Jerusalem hat Kerne. Das heißt, die werden gar nicht so eine krasse Überdehnung kassieren wie wir. Fordern wir. Und die Koalition kann ja erst triggern. Das ziehen wir alle mal zusammen hier. Die Koalition triggert ja erst, wenn ich Waffenstillstand habe, beziehungsweise wenn Neu-Jerusalem Waffenstillstand hat. Ich frage es auch, haben sie, aber sie haben ja gegen mich eigentlich auch einen Kriegsgrund, ne? Also die Koalition richtet sich ja nicht gegen Neu-Jerusalem, streng genommen. Ist aber auch egal. Wir sammeln jetzt hier einmal alles zusammen. Ah, jetzt habe ich Chakdemal hier oben leider noch drin. Ich weiß nicht, ob ich dann 100% Frieden hinkriege. Sonst schicke ich doch nochmal. Ach, Moment, okay, meine Flotte vielleicht blockiere ich hier. Ich will sie ja nur im weißen Frieden draußen haben. Kann ich da hinmarschieren? Ja, okay. Abschaffung von Kirchenfunktionen. Nach wie vor eigentlich nicht gewünscht. Papsteinfluss würde höher hochgehen, aber auch nur wieder für 20 Jahre. Dann verzichte ich auf 15%. Ne, das lohnt sich für mich gar nicht. Klerus geht hoch, Adel geht runter. Ich kriege administrative Macht. Ich hätte halt gern den, den Adel jetzt runterzuhauen, ist auch böse eigentlich, ne? Ich brauche die Regeneration, aber ich glaube, in dem Moment kann ich es nicht anders machen. Jetzt habe ich quasi 15% Unterschied. Wie kriege ich sie? Ja, vielleicht durch eine schöne Versammlung. Kriege ich die Loyalität zumindest einen Ticken wieder hoch und dann muss ich ganz lange warten. Was will denn der Adel haben? Oh, eine Manufaktur in Girgenti, das kriegen wir, glaube ich, nicht gebacken. Tripana, dann vielleicht doch den Klerus-Vorschlag folgen. Was hier die Bourgeoisie? Handelsmacht ist, glaube ich, schwierig gerade. Trepane 5. Was ist denn Trepane? Erstmal schließen. Wo ist Trepane? Da. Was haben wir, wollen sie da haben? Grundsteuer von 5. Ja, gut, machen wir das gerade. Das kriege ich Prestige und Loyalität hier von mir aus. Das war den Gamble wert, sage ich mal. Und es ist grüne Wiese. Abgeschlossen. Zumindest der Klerus bleibt dann mir relativ gewogen. Der Adel wird er bald wieder. Ne? Das ist schon bei 26%. Also knapp an der 30. Achso, ich musste doch so laufen. Okay. Habt ihr hier noch eine Armee? Ist hier noch mehr? Jetzt war. Warte mal ganz kurz, aufgepasst. Jetzt hier kein Quatsch passiert. Einmal das zusammenfassen. Was? Wir brachen das Bündnis mit Frankreich? Wieso? Weshalb? Was ist passiert? Oh nein! Weil sie exkommuniziert worden sind. Kaiser Charles de Bourbon. Oh, das ist übel. Das ist ganz, ganz übel. Minus 77. Weil sie exkommuniziert sind. Auch da, danke übrigens für die Erklärung, ne? Dass wir da gleich 100 Minus kriegen, liegt, glaube ich, daran, dass wir eine Theokratie sind. Nur, die anderen kriegen, glaube ich, nur 100 oder sogar nur 50 Minus. Ja, das ist natürlich ein heftiger Schlag für uns, ganz ehrlich. Ein Grund mehr, ehrlicherweise, dass man selber die Kurie kontrolliert, weil dann so ein Quatsch nicht passieren kann. Das ist brutal. Wir haben keinen Waffenstillstand aktuell, ne? Nee. Oh, was mich übrigens dazu veranlasst,
zu fragen, ob wir ja nicht mal wieder eure Küsten heimsuchen sollten. Oh, da verlieren wir jetzt einen wichtigen Bündnispartner. Okay. Kann ich mehr investieren? Hier kriege ich noch Papst Einfluss, ne? Ich müsste 15. Ich brauche 15 Papst Einfluss, um meine Chancen zu steigern, die 8,6% gerade nur beträgt für die nächste Kurie. Kann natürlich auch hoffen, dass generell Spanien die Kontrolle verliert und dann Frankreich nicht mehr so dasteht. Oh, das ist ganz bitter, müssen wir gleich einmal gucken. Nee, jetzt schicke ich da doch 1000. Ich habe sie extra alle zusammengezogen, damit das hier nicht passiert. Ich will doch nur jetzt hier, okay, wenn man kommt. Jetzt habe ich ja keinen Diplomaten. Abbruch. Hallo? Mission abbrechen. Kostet auch nur Mann Stärke. Beziehungsweise die Galeeren lasse ich gerade hier. So, zack. Dann mache ich hier einen weißen Frieden, nehme hier das gesamte Land und dann segeln wir nach Hause. Aber das ist eine ganz schlechte Nachricht gerade. Das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Ich sammle erstmal alles an Gold jetzt hier auch ein. Ah, ärgerlich, Frankreich. Das ist wirklich krass, man kann unsere Bündnisse komplett sabotieren, wenn man so möchte. Ich warte, bis die anderen Schiffe fertig sind, dann füge ich die alle einmal sauber zusammen. Das gibt den Osmanen jetzt, oder dürfte dafür sorgen, dass da kein Halten mehr ist demnächst. Wir müssen uns gleich unbedingt umschauen, ob es jetzt Plan B gäbe. Ich alles schon fordere, okay, fordere ich da jetzt schon einfach alles, zack. Nehme ich noch ein paar Dukaten mit. Ach, ihr habt sogar noch eine Provinz. Da, okay. Ja, dann kann ich doch noch Kriegsreparation fordern. Und das sind so die üblichen Nationen, glaube ich. Zack, Forderung senden. So, dann ist jetzt hier nämlich einmal Ruhe. Militärzugang. Gut, das war klar. Wir führen jetzt alles einmal zusammen und segeln nach Hause. Neu-Jerusalem soll sich ja erstmal finden. Wir können natürlich und sollten gucken, dass wir ja, die Beziehungen hochhalten, dass wir dieses Bündnis wieder aufleben lassen können, sobald Frankreich bzw. Kaiser Charles de Bourbon 26, der wird auch eine Weile regieren, nicht mehr exkommuniziert ist. Aber gibt es quasi neue Optionen dadurch vielleicht für uns? Das kann man ja auch einmal erwägen, ne? Also Spanien ist raus, weil mit Portugal verbündet. Portugal ist nämlich unser Rivale. Die Briten halte ich aber auch für den schwächsten Verbündeten, ehrlicherweise. Ich wäre ein großer Fan, mehrfach betont, von einer Allianz mit Russland. Wenn die uns mögen würden, ne? Wenn die uns hier quasi, was ist es, freundlich gegenüber eingestellt wären. Nicht neutral, dann würde ich auch meine Allianz mit Polen, Litauen vielleicht sogar brechen. Portugal sag ich schon, Brandenburg, wie gesagt, wir arbeiten dran, ne? Das wollte ich ja jetzt nochmal machen. Kann man auch gucken, ob man nochmal diplomatische Reputation irgendwo raus herzaubert. Mainz ist nicht zu unterschätzen, aber die müssten halt alle Bock haben. Österreich, Ungarn, das sind Feinde Venedigs. Die möchte ich auch nicht fallen lassen. Auch doppelt schwierig, weil Polen-Litauen auf der anderen Seite. Nee, wir sind eigentlich darauf festgelegt, dass wir brauchen Frankreich. Das heißt, wir brauchen auch die Kontrolle über die Kurie. Ja. Können wir echt nur hoffen. Gleich nicht Ziel osmanischer Expansion zu werden. Sie haben immer noch ein Auge auf unsere Inseln geworfen. Übrigens auch auf Kreta. Unschön. Ja. So, ich hoffe, ihr kommt aber erstmal klar hier, oder? Ihr habt ja ein paar Kerne. Ich habe übrigens auch rausgefunden, warum die Farbe gelb ist von Neu-Jerusalem. Die vom Spieler kontrollierten Provinzen kriegen eine Farbe, die sich an der Kolonialregion orientiert. Das heißt, Kolonial-Mexiko, sage ich mal, wird immer gelb sein.
Das heißt, wenn wir jetzt aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Kalifornien oder Louisiana, Kolonialnation gründen sollten, warum ist der Waffenstillstand jetzt schon beendet? Aufgebracht, ja, mach mal. Wenn wir das tun sollten, dann wegkämen die in eine andere Farbe. Punkt. So. Muss ich hier in der Flotte noch was reparieren? Nein. Doch, die zwei Koggen da, ne? Die ziehe ich mal raus aus der Nummer, dass da kein Quatsch passiert. Und die Kriegsgalernen. So, die segeln schon einmal nach Hause. Ich möchte erstmal den Hafen von Palermo. Kann ich hier... Hier kann ich nicht? Waren wir. Hier ist er auf Cooldown? Achso, da war ich gerade schon, okay. Bisschen Multitasking hier. Teilen die Truppe auf. Ich möchte das jetzt nicht automatisieren. Also machen wir das händisch. Weil die Eimer auf jeden Fall reparieren müssen, wenn sie hier gelandet sind. Und dann heben wir neue Truppen aus. So, das. Das ist so bitter. Wir hatten es dann zum Anfang doch vom Spiel auch mal, ne, wenn wir uns erinnern. Als Venedig, glaube ich, exkommuniziert worden ist. Durch den Kirchenstaat. Aber der Plan besteht. So, wir haben Luanda zum katholischen Glauben gebracht. Das heißt, wir haben jetzt hier auch endlich mal den Perk durch. Eine erfüllte Aufgabe. Direkt plus 2. Statt einer gibt es jetzt 3 Pracht. Da geht es jetzt auch mal vorwärts. Das wird schwierig, glaube ich. Das wird nicht passieren. Das vielleicht. Religiöse Ideen. Konvertiert eine andere Nation ist möglich, aber auch schwierig. Schafft ihr aber, oder? Das ist ein Blickberg. Wir sind ja auch hergekommen. Müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Boah, 12.000 Mann haben die Niederlande hier. Auf diesem kleinen Bermuda. Niederlande. Okay. Sind sie schon da? Okay, wir halten die Beziehung mit Frankreich auf jeden Fall frisch. Könnten auch mal dann Vertrauen tauschen oder einlösen. Wir verdienen auch ein Schweinegeld, ne? Warum kann ich das gerade nicht? Habe ich doch noch einen Waffenstillstand? Hier sind zu viele Waffenstillstände. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass ich einen Waffenstillstand mit den Osmanen hätte. Ah, okay. Bis 84. Oh, es läuft tatsächlich noch. Okay, dann komme ich später nochmal wieder. Zur Zeit. Ich dachte, wir waren durch. Dann gucken wir aber einmal, was wir jetzt mit 470 Dukaten machen können. Die werde ich ja nicht alle in die Armee jetzt pumpen. Weil so ein kleiner Puffer sicherlich... Könnte man sich schon gönnen. Das ist alles so unter dem 300er-Bereich, finde ich ein bisschen schwach. Man kann über Regimentscamps mal nachdenken. Vielleicht mal eins zumindest. Ein Bari zu bauen oder so. Plus eins dann aufs Truppenlimit. Und dann sammeln wir uns hier mal für diesen möglichen Krieg. Ich möchte erstmal alle nach Hause bringen. Ich hoffe, dass jetzt hier kein... Ich verliere auch ein bisschen die Übersicht, ehrlich gesagt. Mit wem habe ich jetzt hier Waffenstillstand? Bis 91, das gibt uns ja Zeit. Mit denen nicht. Mit denen habe ich Waffenstillstand, mit denen habe ich einen Waffenstillstand. Die anderen könnten, glaube ich, eine Koalition starten. Die wäre aber erstmal nicht nennenswert, glaube ich. Und ich verstehe es, wie gesagt, auch so, dass sie sich gegen mich richtet. Ey, das gibt's doch nicht. Sorry, aber wie soll man denn hier Fuß fassen? Das ist doch Bullshit! Ich kann doch nicht jedes Mal jetzt... Nee, sorry. Ich habe gerade 3 Nationen hier zerlegt. Es sind nicht viele, ne? Müsste ich denen jetzt meinerseits den Krieg erklären? Ja, muss ich wahrscheinlich, ne? Müssen die 10.000 Mal gerade hier bleiben? Muss ich denen jetzt auch den Krieg erklären, meinen eigenen Krieg führen, um meine Kolonialnation zu retten? Das ist so dumm, auf so vielen Ebenen teilweise. Aber gut, wer lässt sich schon gerne kolonisieren? Fair enough. Aber sie lassen mir jetzt gar keine andere Wahl, als dass ich hier nochmal eingreife.
Aber habe ich einen Kriegsthron, ist jetzt die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Shit. Gegen wen bin ich hier alles im Krieg? Oder gegen wen ist meine Kolonialnation im Krieg? Ich habe halt gegen keinen einen Kriegsgrund. Ich fange ja jetzt hier nicht, mache jetzt hier so eine Nummer nicht und verschwende meine Stabilität und so weiter. Ach, das ist so bescheuert, ey. Das ist wirklich 2 Minuten, nachdem der Krieg vorbei ist und ich kann ihm keine Truppen geben. Genau das gleiche wie letztes Mal. Jetzt könnte ich hier wieder Dukaten reinpumpen. Weil die werden halt alle Provinzen wieder wahrscheinlich verlieren, bis auf die letzten zwei hier irgendwie. Kann ich Ansprüche aufbauen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich ein... Ich glaube, ich kann Anspruch aufbauen und erklären. Lass uns gleich mal anschauen. Das muss jetzt halt schnell gehen. Was? Was sinkt? Wo ist meine Transportflotte? Warum ist denn die Transportflotte so viel schneller gerade als meine Kriegsgaleerin gewesen? Ich habe dieses eine Transportschiff verloren, das war blöd von mir. Ungarn. Aber die Exkommunikation von Charles de Bourbon bleibt aufrechterhalten. Ich weiß gar nicht, nein, sie ist jetzt zurückgezogen. Okay, kann ich das Bündnis jetzt erneuern? Bitte sag mir, dass ich das Bündnis wieder eingehen kann. Er ist nicht mehr exkommuniziert, oder? Kriegsgrund gegen die Osmanen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Aber hier steht er jetzt gerade als nicht exkommuniziert, aber er wird wahrscheinlich jetzt gleich zum Monatswechsel. Ich glaube, sie ist ausgelaufen und dann hat der neue Papst quasi direkt wieder die Exkommunikation erklärt, ne? Muss das noch einmal ran? Hä? Nee, okay. Stand halt nicht gerade, sie wurde erklärt oder sie wurde zurückgezogen. Wie auch immer, ich kann die Allianz erneuern. Das machen wir natürlich sofort. Bisschen chaotisch gerade, sorry. Wir müssen hier einmal alle Sachen sammeln. Ey, ich raste aus. Warum erklärt ihr denn jetzt den Krieg da hinten? Ich verlasse, also sorry, es ist doch komplett scheiße gerade. Ich verliere gerade so ein bisschen den Glauben daran, dass das genau so funktionieren soll. Na, Jerusalem, ich kann doch nicht jedes Mal Kriege führen. Wir haben zweimal extrem kostspielig jetzt, so zehntausende Mann versenkt. Und dann binnen Sekunden verschwinden diese Truppen hier einfach. Das ist doch komplett bescheuert. Ja, die werden alles nehmen, alles quasi wieder zurückgeben. Boah, Leute, ich bin richtig sauer gerade. Ich verstehe nicht, was das Scheißproblem ist hier. Das ist mein Handelsschiff, mein Transportschiff. Das ist Chaos. Okay. Einmal alle Handelsschiffe sammeln. Ich kann ja gerade nichts tun. So. Ist jetzt scheiße, aber ist so. Punkt. Das hat mich so viele Truppen gekostet. Für nichts. Für absolut gar nichts. Dieses ganze koloniale Abenteuer. Einzige Shitshow. So, dann haben wir da 20 von. Das sind meine Koggen, die ich auch mal aufwerten müsste. Eigentlich 127. Kann ich euch auch schon aufwerten? Nein, ihr müsst auch noch nicht aufgewertet werden, ne? Okay. Ja, dann werte ich die ruhig mal auf. Die Kohle gerade. Ach shit, jetzt muss ich sie natürlich auch erstmal wieder auf 100% bringen. Ja, keine Chance. Die Armee ist weg. Beziehungsweise die Armee ist... die Armee gibt es noch, aber das Land, in dem sie steht, wird es gleich nicht mehr geben. Ich bin wirklich ratlos. Wie soll man das denn machen? Ich meine, ich habe das doch... Ich habe früher schon mehrfach... Es ist ja nicht mein erstes Spiel mit einer Kolonialnation. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ich halt früher Kolonialnationen erst hier aufgebaut habe und ich pushe sie jetzt halt direkt zu voller Größe. Und es sind zu viele Nationen, die uns den Krieg erklären können. Und die haben zum Beispiel die Möglichkeit hier auch... Ja, die können da sogar über die Seegrenze gehen, ne? Krass.
Okay, das heißt aber unser koloniales Abenteuer ist ein kompletter Reinfall. Von vorne bis hin, das ist jetzt. Boah, das ärgert mich so sehr. Bleiben jetzt auf Höhe der Zeit natürlich. Mal Flottentyp. Aktionseffizienz. Kommt die nächste Gruppe auch auf uns zu. Hatte ich jetzt eigentlich? Ja, die hatte ich genommen. Oh Mann, ey. Also wenn da jemand einen Plan hat, wie man das besser macht, bitte. Ich bin ehrlich ratlos. Die werden jetzt das komplette Land aufteilen. Okay. Jerusalem bleibt bestehen. Größer und stärker als je zuvor, kann man sagen. Ach, die haben auch einen zweiten Krieg natürlich jetzt. Warum? Das verstehe ich tatsächlich aber nicht, wie dieser Krieg zustande kommt. Warum? Also welches Interesse haben die? Die wären jetzt die... Warum erklärt mir Kolima den Krieg? Sie haben keine Koalition oder sonst was gegründet. Auf eine Art macht das Sinn, weil sie pushen quasi die Eindringlinge hier zurück. Was? Moment. Was ist denn jetzt schon wieder los? Russland schloss Frieden mit Dänemark. Russland wird 700 Dukaten zahlen. Russland hat doch die ganze Zeit die Gebiete hier besetzt. Aber bin ich... Was ist denn hier los? Hat jemand was in mein Wasser gemacht? Ich bin wirklich brutal verwirrt gerade. Ich check gar nicht mehr, was hier passiert. Irgendwelche Kolonialnationen erklären mir da irgendwelche Nationen vom anderen Ende der Welt erklären mir hier ständig den Krieg. Russland verliert ganz merkwürdige Kriege. Ich verschleudere meine Truppen. Es ist alles ganz, ganz ekelhaft gerade. Aber es ändert nichts daran, dass wir einen Plan haben. Einen Plan, dieses Land hier vorwärts zu pushen. Und wenn es bedeutet, dass ich dann später Krieg gegen den Kongo führe und mich auf Afrika konzentriere, ich will's, man wird es halt auch gerne einfach verstehen. Ne? Das ist das Ding so ein bisschen. Eieiei. Wir bauen mal noch 4 Bricks, dann kommen wir so 15. Gerade wenn wir jetzt auf 30.000 Mann erhöhen wollen. 33 wären sogar möglich. Wenn sich Krieg skalieren, dann müsste auch noch ein bisschen mehr kommen. Russland holt sich Perm zurück. Okay. Frankreich macht Frieden. Ja, die können das irgendwie, ne? Aber die häufen dabei auch unendliche Schulenberge an. Schade. Es ist wirklich alles sehr, sehr schade. Okay. Ah, wir kriegen fast Brandenburg rein. Kriegen wir irgendwo... Wie heißt das? Diplomatische Reputation hin? Glaube ich nicht, aber wir bauen die Armee aus. Vielleicht hilft das. Ah, warte mal. Baut er nämlich schon wieder da, wo er sie irgendwo quasi dann versteckt. Wollten ja eh die Artillerie ausbauen. Haben wir letztes Mal auch gemerkt, na, da fehlten auf jeden Fall Truppen. Bin ich am Maximum? Oder geht da noch was? Weil wenn ich jetzt meine Armee quasi verstärke, ne? Flottenstärke. Armeestärke steht jetzt hier gar nicht. Frankreich bleibt einfach im Dauerkrieg. Das ist das Ding. Frankreich kommt gar nicht mehr dazu, wirklich mal, glaube ich, auch in Ruhe zu wirtschaften. Ich verbrenne die ganze Zeit Truppen. Aber hier muss ich mich echt verguckt haben, weil, ne? Die Exkommunikation wurde dann wohl wirklich aufgehoben. Jetzt haben sie mir einen kleinen Schrecken eingejagt. Aber ich bin wirklich kurz davor, das hier komplett zu beenden. Dieses Abenteuer. Wir werden jetzt wahrscheinlich... Ah, sie kommen nicht durch, ne? Das ist vielleicht das einzig Gute. Ich glaube, sie können nicht durchmarschieren. Jetzt meine Armee nach Hause. Das lösen die ja nur eine Handelsliga auf.
Oh, Venedig. Wirklich. Zum reformierten Glauben. Warum das? Ganz unnötig. Ganz, ganz unnötig. So, die Allianz ist möglich. Ziehen den ab. Auf wen baue ich hier gerade einen Anspruch auf? Das ist schon längst vorbei, ne? Ich glaube, auf euch. Aber hier habe ich überall schon Ansprüche. Auf wen war ich mit? Bei wem bin ich? Ich glaube, auf diese Nation. Nur auf diese. Ist egal, ich kann keine Ansprüche mehr erheben. Hat sich jetzt auch wieder erledigt. Läuft. Es läuft gut, Leute. Aber wenn wir Glück haben, überlebt diese Kolonialnation hier kurz. Kommen wir später nochmal dahin zurück, aber es ist ja wirklich eine Qual. So, immerhin Allianz mit Brandenburg, die ich nur schließe zur Absicherung. Erstmal vor allem zur Absicherung. Dadurch stehen wir jetzt eigentlich ziemlich gut da, ne? Wir haben im Westen Frankreich Venedig und im Osten Polen Brandenburg. Plus unseren im Süden Tripolitanien, unseren Vasallen. Da erinnern wir uns dran, wollen wir ja immer noch die Religion auch mit Gewalt einmal durchsetzen oder zumindest das fordern. Jetzt hole ich erstmal meine Armee zurück und dann wird es wahrscheinlich erst nächste Folge der Fall sein, dass wir wirklich den ursprünglichen Plan wieder aufgreifen. Den Kirchenstaat versuchen anzugreifen. Scheint aber zu funktionieren, oder dieser Krieg scheint einfach nicht weitergetragen zu werden. Könnte nur hoffen, dass sie einfach dann irgendwann die Lust verlieren. Aber ich frage mich wirklich, wie das gelingen soll. Ich müsste ja gefühlt alle auf einen Schlag erobern dann, um nicht dann Opfer quasi so einer Gegenoffensive zu werden. Wenn ich die einnehme, die, mit denen ich dann die Grenzen habe, die greifen mich dann wieder an, beziehungsweise eben Neu-Jerusalem. Dadurch verliere ich dann wieder. Ganz merkwürdig. So, übrigens auch eine Sache, die ich gerne mal machen würde. Einerseits wollte ich ja Ansprüche aufbauen, ich würde aber gerne mal versuchen, Karten zu stehlen, und zwar vom Osmanischen Reich. Da auch eine Menge. Oder ein relativ hohes Spionagennetzwerk. Das bauen wir jetzt auch mal auf. Und wir holen uns ein paar Dukaten hier. Da sind wir jetzt, glaube ich, wirklich über die Zeit. Ist übrigens auch möglich, hier, glaube ich, hier die Festung ziemlich relativ veraltet auszubauen. Aber die kostet so viel, ne? Beziehungsweise, wenn man sie upgradet, kostet es 173. Ja, doch. Ist notwendig. Null? Okay. Nicht ganz sicher, warum. Okay, aber bei allem Gemecker, sage ich mal, über das, was da in Südamerika passiert. Warum kriege ich hier kein Gold mehr? Haben die sich nicht erholt, oder? Hm. Aber bei allem Gemecker möchte ich jetzt auch einfach mal dann das Augenmerk auf Europa lenken. Heimkommen. Hier stehen wir nämlich ganz gut da, glaube ich. Wir haben jetzt, glaube ich, gleich, hoffentlich, wir haben es dann immer noch nicht getestet, weil sie abgelenkt waren. Man kriegt keine Dukaten mehr? Das ist interessant. Aber hier stehen wir gar nicht schlecht da. Wir haben die Allianz mit Frankreich gerettet. Wir haben die Allianz mit Brandenburg gewonnen. Ich wäre übrigens jederzeit bereit, mit Brandenburg gegen Dänemark zu kämpfen, allein um diese Grenzen hier mal wieder gerade zu rücken. Aber wir werden überdenken müssen, ob wir mit Venedig verbündet bleiben können. Also das, was sie hier machen, gerade mit ihrer Religion, ist natürlich, da kriege ich Gold. Brutal. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir rüsten uns jetzt auf jeden Fall. Das ist doch nicht mehr so teuer, finde ich, ne? Das einzige Ding ist, dass ich wirklich meine Mannstärke, ne? Dieses Abenteuer, diese zwei, drei Provinzen jetzt hier, die mich wirklich
30.000, 40.000 Mann wahrscheinlich gekostet. Und zwar mehr, fast schon sie hin und her zu segeln, als wirklich vor Ort zu kämpfen. Bisschen schade. Bisschen schade. Aber es wird, Leute. Es wird. Bauen wir unsere Armee noch aus. Sodass wir zumindest theoretisch bereit wären. Das wollte ich immer, will ich immer nur im Auge behalten. Brandenburg natürlich auch leider nicht mehr Kaiser, ne? Ist ein bisschen auch eine geschlagene Nation. Ehrlicherweise jetzt die 18.000 auch nicht so wahnsinnig stark, aber immerhin. Australien wurde da kurz erwähnt. Ja, man muss, glaube ich, aber auch ehrlich sein. Ich glaube, unsere kolonialen Bestrebungen kann und muss man vielleicht als gescheitert dann erachten. 73 Provinzen. Ich glaube, wir haben halt gelernt, wir müssen angrenzende Provinzen haben, bis so ein Kartenhandel überhaupt funktioniert, ne? So, ich brauche jetzt noch 4.000 Mann, um die wieder voll zu kriegen. Ich würde sagen, 8.000 Artillerie, 2.000... Da gehe ich sogar auf 10. 10, ah, machen wir so. 20.000 Infanterie, 2.000 Kavallerie, 8.000 Artillerie einhalten. Und dann haben wir schon mal 30. Gegebenenfalls können wir noch 34, wobei es macht wenig Sinn. Solange wir quasi keine Manpower haben, um das wirklich zu unterstützen. Muss auch immer so ein bisschen gucken. Also hier gerade natürlich durch die Berge, das ist das Versorgungslimit bei 24, das ist heftig. Hier gibt es dann schon eine große Provinz auf 30, 40, 50. Kann man sich also relativ entspannt bewegen. Also die Flotten hier mal zusammen. Hier noch ein letztes Mal. Ungarn und Russland, das ist interessant. Weil es natürlich auch ein bisschen sich gegen die Osmanen richtet, die zwar mit Ungarn ebenfalls verbündet sind, aber wenn jetzt Russland, beziehungsweise wenn jetzt das Osmanenreich versucht, Russland nochmal anzugreifen, dann würde Ungarn nicht nur die Allianz natürlich beenden, sondern sie stünden eben auch plötzlich an der Seite Russlands dann gegen die Osmanen. Das wäre gut für uns, diesen Block hier aufzubrechen, der schon sehr, sehr stark ist. So, hier sagen wir jetzt tatsächlich, kehrt bitte heim. Auch gut, ne, wir haben eine wirklich relativ starke Armada jetzt. Auch hier, komm, wir gehen mal auf 25 noch. Reizen auch das Limit jetzt aus, was wir haben. Also was überhaupt nicht geklappt hat in dieser Folge, ist wirklich meine Rekrutenreserve in den Bereich zu bekommen, wo man was damit anfangen könnte. Das ist ein bisschen ein Problem. Allerdings konnten sich sicherlich, die anderen konnten sich erholen, ne? Wenig, immer noch nur bei 9.000. Ah, okay, den Jademi auch deutlich aufgebaut. Polen-Litauen stand und steht nach wie vor gut da. Österreich hat, glaube ich, das gleiche wie Venedig gemacht. Ungarn hat sich sehr erholt, hat aber keine so große Armee. Wir testen in der nächsten Episode, ob wir Venedig und Polen-Litauen... Okay, Venedig kriegen wir rein. Alles klar, wir können diesen Krieg führen. Hier weiß ich es mit Sicherheit. Da kriegen wir sie in Bereitschaft. Frankreich, keine Chance. Brandenburg haben wir gerade erst die Allianz. Sind wir gerade erst die Allianz eingegangen? Das macht keinen Sinn. Aber in dem Fall werden wir nächste Folge den großen Krieg gegen den Kirchenstaat führen. Wir werden wahrscheinlich Neapel als Kriegsziel wählen. Haben halt diese große Festung hier in dem Molise, ne? Das heißt, wir werden von Süden versuchen, sie zu überrollen. Ich hoffe, dass die Venezianer von Norden eine Front aufmachen und vor allem auch mal Bologna gleich rausnehmen. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr Truppen auch ausheben. Vielleicht setze ich auch auf Söldner. Ich glaube genau, ich bleibe bei diesen 30.000 und nehme lieber noch eine Söldnertruppe dazu. Scheint mir sicherer. Um dann wirklich eigentlich in einem Swoop, sage ich mal, über den Kirchenstaat rüber zu gehen. Können alle ihre Häfen kontrollieren. Hier stellen wir die Flotte rein. Venedig kümmert sich um die andere Seite. Und dann mit vereinten Kräften, mit Venedig zusammen, entweder erst Österreich oder erst Ungarn rausnehmen. Polen-Litauen macht von der anderen Seite Druck. Vielleicht geht Österreich-Ungarn auch erst auf Polen-Litauen. Die haben hier aber auch, ne, Fläche, können sich ein bisschen zurückfallen lassen hinter ihre Festungen.
Das kann man machen. Das Problem ist natürlich, dass wir von unseren Verbündeten hier getrennt sind. Wenn sie Pol Litauen rausnehmen und sich dann gegen uns wenden, vor allem wenn wir vielleicht zu lange brauchen sollten mit dem Kirchenstaat. Aber technologisch sind wir, glaube ich, jetzt alle auch auf Tech 15. Kirchenstaat ist noch auf 14, das sollten wir nutzen. Wir haben gesehen, wie stark Tech 15 war. Also da sollten wir jetzt gerade ihnen auch ein Stück voraus sein. Der große Nachteil ist tatsächlich einfach die Rekrutenreserve, die wir nicht haben. Aber das ist ein Lied für die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.